Freunde, moin und herzlich willkommen mal wieder zu einem, oder endlich mal wieder zu einer neuen Aufnahme. Also Videos hattet ihr zwar en masse, aber zu einer neuen Aufnahme hier auf dem Kanal beim Zweitakt Berliner. Und ich erkläre euch auch gleich, warum, wieso, weshalb. Aber erstmal, ihr seht, wir sitzen im Gerd, wir reißen erstmal das Aggregat an. Kaltstart. Ah, läuft wie eine Eins, Junge. Bisschen Choke und Kuppel springt sofort an. So, was machen wir jetzt in dem Video? Benzin an das auf. Wir fahren jetzt zum Container. Aber erstmal fahren wir hier aus dem neuen Wohngebiet hier raus. Wir fahren jetzt einen kleinen Umweg, denn ich habe ein bisschen was zu erzählen. Hoppala. Ein bisschen was zu erzählen und da brauche ich ein bisschen Zeit. Oh, kommt da einer. Aber ich muss mal ganz kurz hier mein Flügel-Emblem hier retten, bevor es kaputt geht. Wo ist denn der jetzt? Und fahre. Oh, jetzt fährt er da vorne rein. Prima. Oh Mann, ey. Oh. Ja, wie gesagt, wir fahren jetzt zum Container. Bin wieder rausgekommen wegen dem Typ. Eigentlich hatte ich ja mal in einem Simson-Fahrvideo angeteasert, dass wenn ich hier so eine Fahrvideos aufnehme zukünftig, dass ich das vielleicht nachkommentiere am PC. Aber in diesem Fall würde es so ein bisschen den Videofluss oder Verlauf, den ich mir so ein bisschen ausgedacht habe, für heute stören. Denn ich werde heute mal so zwei, drei Dinger mal wieder aufnehmen für euch. Jetzt sagt der ein oder andere, ja, du hast doch die ganze Zeit schon Videos aufgenommen. Nee, habe ich tatsächlich nicht. Die ganzen Videos, die ihr alle gesehen habt, die habe ich alle mit Charlie, ja, qualmt wie Sau hinten. Die habe ich alle mit Charlie mal im April und Anfang Mai waren das, die letzten Videos, habe ich da aufgenommen. Heute ist der 21.8. Also ihr könnt euch jetzt selber ausrechnen, wann ich da das letzte Mal ein Video aufgenommen habe. Es ist eine Weile her. Ja. Warum, wieso, weshalb? Wenn wir noch so ein bisschen klären in dem Fahrvideo gleich. Ja, wieder einen Faden verloren. Ungewohnt, wieder mal ein Video zu machen, ne? Ja, erstmal wieder ein bisschen üben, also verzeiht mir, wenn es hier wieder ein bisschen tüdelig ist. Vielleicht kommentiere ich das doch noch nach. Mal gucken, ob ich jetzt gar nicht mehr gleich meine Wortfindungsschwierigkeiten überwinden kann. Ich würde sagen, wir müssen das mal ein bisschen chronologisch abarbeiten, das Video. Ja, wieso habe ich nichts aufgenommen? Fangen wir mal damit vielleicht an. Ne? Ich habe ja eine ganze Weile, wie gesagt, kam ja nichts. Also zumindest nichts Neues jetzt. Ich wollte zum einen natürlich diese ganzen alten Kamellen jetzt erstmal durchgeboxt kriegen, dass die Zeitblase für euch nicht mehr so groß ist. Wir haben ja knapp 3 Monate Zeitblase jetzt. Wie gesagt, das letzte Video, was ihr sehen. Ich habe jetzt noch 3 Videos auf der Festplatte. Ich glaube, da ist mit meinem. Die letzten beiden Videos sind die Vorstellung vom 311er und vom 353, was ich da mit Charlie gemacht habe. Und seitdem hatte ich nichts mehr aufgenommen. Und wie gesagt, das war, glaube ich, so Anfang Mai, wo ich das aufgenommen habe, diese beiden Dinger. Oder Mitte Mai. Ja, wie gesagt, fast jetzt Ende August fast. Also. Wir haben sehr, sehr viel aufgenommen. Ich konnte sehr lange verzehren. Oh, Gerd quält sich den Funkerberg hier hoch. Läuft irgendwie ein bisschen scheiße. Na gut, das ist ja auch jetzt nicht. Heute muss es ja 19 oder 18 Grad heute. Das sei ihm verziehen, wenn er eine etwas längere Aufwärmphase braucht. Ja, wieso habe ich jetzt einfach, wie gesagt, jetzt in der ganzen Zeit nichts aufgenommen? Klar, wie gesagt, zum einen, weil ich halt von dem Videomaterial lange zehren konnte. Und ihr wisst, ich bin mal manchmal ein bisschen faul mit neuen Aufnehmen. Mit Aufnahmen. Aber jetzt ist wieder viel passiert und ich habe auch gerade wieder richtig Bock, mal wieder Videos zu machen. Ich habe jetzt auch Urlaub 2 Wochen lang, also da werde ich jetzt auch ein bisschen durchziehen. Weil das habe ich irgendwie jeden Urlaub gesagt, habe dann doch nicht durchgezogen, aber dieses Mal sollte ich es auf jeden Fall mal tun. Sonst bekommen wir dabei Probleme. Sowohl wie gesagt mit neuen Videos, als auch mit den ganzen Arbeiten, die sich hier aufstauen. Ja, wie gesagt, mal ganz kurz angerissen, was passiert. Warum habe ich auch, daraus resultierte auch eine Demotivation in Sachen neuen Videos aufnehmen. Fangen wir mit den kleineren Problemen, nenne ich sie mal erstmal an. Zum einen hat der 311er kein TÜV mehr, wobei eigentlich ist das auch ein großes Problem. Aber da ist jetzt zum Glück Licht am Ende des Tunnels. Das erkläre ich euch aber auch gleich. Denn den 353, der hat auch, doch, der hat noch TÜV, aber der sieht ungefähr so aus wie die Karre, die uns hier entgegenkommt. Nämlich gammelig und brackig. und ihr wisst, bei Hannelore, also beim 353, sind auch viele Sachen, die repariert werden müssen.
Jetzt kommen wir zu dem Hauptthema, warum ich keinen Bock hatte, Videos aufzunehmen. Momentan, weil muss ich auch erstmal so ein bisschen verdauen. Denn unser guter Kumpel oder Ex-Kumpel, die Wartburg-Fabrik, also sprich Kurzversion, jetzt für dieses Video erstmal, da gibt es aktuell keinen großartigen Kontakt mit ihm. Ja, ich bin da jetzt wieder alleine quasi unterwegs, auch in zukünftigen Videos. Ist ein bisschen schade, ja. Und war, wie gesagt, für mich jetzt auch erstmal ein bisschen schwer, das zu akzeptieren, das zu verdauen und, ich sag mal, wieder neuen Lebensmut zu fassen. Ich war zwischendrin fast schon so weit und habe gesagt, ey, ich schmeiß den ganzen Scheiß hier hin mit meinem Kanal. Da gab es aber zum Glück ein paar Leute, die haben mir dann ein bisschen die Haare mal gewaschen oder den Kopf gewaschen, was auch immer. Und haben gesagt, ey, du hast schon viel zu viel erreicht, dass du jetzt einfach hinschmeißen kannst. Weil wir haben jetzt fast 2300 Abos. Aber wenn das Video kommt, haben wir die mit Sicherheit schon. Und ich glaube, da kann man sich schon sehen lassen. Es ist jetzt gar nicht mehr so wenig. Klar haben vielleicht andere in 2,5 Jahren auch schon deutlich mehr geschafft. Aber guck mal, wie häufig ich ein Video hochlade, wie oft andere Videos hochladen, wie gut andere, naja, ich sag mal, in ihrem Fach fit sind, wenn sie sich ein Thema für ihren Kanal raussuchen. Nee, ihr wisst ja, den kann ich so gut schrauben. Von daher haben wir immer ein bisschen gehandicapt mit gutem Content. Bei uns reißen es halt immer die Fahrvideos hier raus. Ja, und klar ist es natürlich auch eine kleine Nische, Leute zu begeistern, die diese Fahrvideos hier gucken wollen oder gucken. Und damit halt viele Abos zu machen. Ja, denn dann macht es eher so die Vielfalt, weil wir halt so mit unseren Ostautos hier inzwischen relativ breit aufgestellt sind. Ja, weil wir mit dem einen, mit dem anderen immer mal fahren, das interessiert einfach mal jemand oder jemand interessiert sich für mich. Aber wenn wir so ein paar Kleinigkeiten schrauben. So, und hat uns ja, wie gesagt, der Charlie sehr viel geholfen. Ja, nochmal auch ein herzliches Dankeschön an der Stelle für das, was du getan hast bis zu dem Zeitpunkt. Ja, wie gesagt, er hat mit uns oder mit mir zusammen sehr viel am 311er gemacht. Ich habe da auch ein bisschen was mitgenommen und ein bisschen was gelernt. Am 353 war eigentlich ein gemeinsames Projekt, sonst hätte ich diese Karre damals niemals gekauft. Ja, da war eigentlich der Plan, dass wir da den zusammen komplett durchschrauben, bis das wieder ein richtig schönes Auto ist. Da stehe ich mit einem halbfertigen Karre da. Ist jetzt halt einfach so. Kann man nicht mehr ändern oder vielleicht auch schon, aber zum Punkt jetzt erstmal nicht. Und ja, was sind die Probleme mit dem 311er? Wie gesagt, ich habe schon erwähnt, der TÜV ist abgelaufen. Der braucht jetzt ganz dringend neuen TÜV. Und der ursprüngliche Plan war natürlich auch, mit Charlie zusammen, den 311er so fertig zu machen, dass wir schon seit 2 Monaten hätten damit zum TÜV fahren können. Jetzt haben wir aber seit 2 Monaten keinen Kontakt mehr. Da kann sich jetzt jeder an 3 Fingern abziehen. Das ist natürlich doof. So, wenn du jetzt nicht schrauben kannst wie ich, hast keine Auffahrrampen, hast keine Bühne. Dieser Container ist auch relativ beengt. Ich habe kein Werkzeug da großartig. Wir haben auch kein großartiges Spezialwerkzeug da. Und es macht dann auch einfach keinen Spaß, da irgendwie was zu tüdeln. Und mit meinem gefährlichen Halbwissen gehe ich da nicht irgendwie unten ans Fahrwerk ran oder tüdel da an den Bremsen was rum. Das mache ich nicht. Das will ich auch nicht. Das würde ich nur mit jemandem machen, der da Ahnung hat von. Dann würde ich auch schrauben, so wie wir es ja gemacht haben in dem anderen Video, in den beiden 353er Videos, die ihr gesehen habt. Da war er dabei, er hat Ahnung. Und da habe ich auch gesagt, okay, komm, dann mache ich auch da was. Er kann mir dann reingrätschen und sagen, ey, es ist gerade dumm, was du davor hast, im Notfall. Oder kann mir helfen, wenn ich nicht weiterkomme. Und dann macht mir das auch persönlich deutlich mehr Spaß, als wenn ich mich da alleine hinstelle und da irgendwas versuche zu schrauben, was dann eh wieder nicht wird. Und sag mal so Kleinigkeiten, was so im Motorraum ist, ein Vergaser einstellen, weiß ich nicht, hier von mir aus ein Rad wechseln oder ach, weiß ich, so eine einfachen Sachen, ihr wisst schon was, wie gesagt, Vergaser ausbauen. Ich will mich bald mal ans Zündungen einstellen, auch mal rantrauen, ja, dass wir mal wieder einen kleinen Schritt mal machen. Denn der 311 und der 353 sind ja beide noch eine 12 Volt E-Zündung kriegen. Dass wir uns da mal versuchen rumzuprobieren, ich meine, schlimmer kann ich es dann eh nicht machen. Weil dann die zweite Frage, oder die erste Frage erstmal ist, kriegst du überhaupt eingebaut alleine? Naja, gut, egal. Also ich will mich mit kleinen Schrauber-Sachen dann erstmal wieder dem oder weiter dem Thema da wieder widmen oder antrauen, indem wir so Kleinigkeiten schrauben und nicht da, wie gesagt, da irgendwelche Schrottkisten wie den 353 wieder versuchen ins Leben zurückzuholen. Es ist einfach für mich zum Beispiel zu viel. Also schweife ich schon wieder ab vom Thema, weil wir waren mal im 311er gewesen. So, na jedenfalls war das auch ein Grund, warum ich demotiviert bin. Der 311er hat kein TÜV mehr. So, stand ich natürlich damit jetzt ein bisschen blöd da. Hat mich ehrlicherweise extremst runtergezogen, auch mit dem 353. Und ja, jetzt musste ich erstmal neuen Lebensmut fassen quasi und Leute finden, auftreiben, die uns da jetzt wieder behilflich sind.
was ja nicht so einfach war, wie gesagt, da ich ja alles durch hatte eigentlich an Connections, die normalerweise da hilfsbereit sind. So, das heißt, für den 311er, und deswegen fahren wir jetzt auch zur Garage gerade, der steht da jetzt halt fast, glaube ich, 3 Monaten drin rum und hat sich nicht mehr bewegt. Und ich weiß genau, Monika ist sehr, sehr bockig, wenn die lange gestanden hat. Das heißt, wir haben da gleich richtig Spaß auf jeden Fall. Also erste Aufgabe ist, das Ding erstmal ins Leben zurückholen, eine kleine Testfahrt machen mit Monika. Das ist dann hier das zweite Video, für was ich heute aufnehmen werde. Und ja, das Ding halt fahrbereit machen. So, wenn wir das geschafft haben, geht's mit Monika morgen nach Berlin, nach Köpenick, um genau zu sein. Warum geht's dahin? Da ist von meiner Mutter, ich glaube, es ist sogar ein alter Schulkamerad, der hat eine Kfz-Werkstatt, da war ich auch schon ein, zwei Mal mit meinem Auto, habe die von dem TÜVen lassen und reparieren lassen auch schon. Der hat mir da schon ein paar Mal geholfen, der kennt mich auch, ich kenne ihn. Ja, und der wird quasi morgen Monika kriegen und macht uns auf Monika einen neuen TÜV rauf. Repariert der Monika, wenn da irgendwas zu reparieren gibt. Ich glaube, so viel ist gar nicht dran zu tun, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche an dem Auto. Aber das werden wir dann sehen. Also die Karre kommt dahin, er macht mir einen Kostenvoranschlag, was für ein TÜV da alles gemacht werden muss. Ich muss dann zusehen, wo ich die Teile herkriege, wenn irgendwas wirklich kaputt ist oder im Argen ist, was dringend gemacht werden muss. Das wird dann noch spaßig, die Teile darauf zu treiben und ihn dann da irgendwie hinzuschicken oder vorbeizubringen. Ja, der macht dann einen TÜV drauf, dann haben wir die Karre wieder. Wir werden wahrscheinlich so, je nachdem wie es läuft, 2-3 Wochen vorbei sein. Dann können wir der Karre vielleicht nochmal 2-3 Fahrvideos machen und dann ist auch schon wieder die Saison vorbei. Ja, wer es nicht weiß oder mitbekommen hat, Gerd und Monika haben nämlich nur noch Saisonkennzeichen dran. Die haben beide, sind die nur noch bis Ende Oktober quasi immer zugelassen. Und wir haben jetzt Ende August. Also haben wir noch 8 Wochen Zeit quasi, ja 9 Wochen jetzt zu dem Zeitpunkt hier für dieses Video, da noch ein bisschen dann was zu machen. Also wir müssen jetzt den Finger ziehen und genau, das ist unsere Aufgabe für heute quasi und für morgen. Und ich hoffe, dass an Monika nicht zu viel zu tun ist, dass das relativ zügig geht und vielleicht ich mir da wieder mehr Gedanken mache, als was eigentlich an der Karre ist. Und wenn wir Monika zurück haben, haben wir da noch allerhand Sachen auch an der zu tüdeln. Wir müssen dieses Kombi-Instrument hier ausbauen. Da ist von der Tanknadel der Zeiger abgefallen. Da müssen wir, ob ich mir ein neues besorge oder ob wir das irgendwie in einem zweiten Video vielleicht aufgeschraubt kriegen. Da brauchen wir aber, glaube ich, so einen neuen Chromring. Oder wird man ja auch mal den alten da wieder rumtüdeln kann. Wir müssen diesen Zeiger da irgendwie wieder ranbasteln. Oder wenn es nicht klappt, dann hole ich mir halt ein neues Kombi-Instrument und dann bauen wir das wieder ein. Ja, das müssen wir auf jeden Fall machen, weil ich habe keinen Bock, mit diesem Auto ohne Tankanzeige ewig rumzufahren. Das nervt ab. Jedes Mal muss ich hinten den Tankgeber ausbauen. Das müssen wir jetzt auch gleich machen, weil ich gar keinen Überblick habe, wie viel Benzin da noch drin ist. Und das wäre echt eine Sache, die mir da am Herzen liegt. Das wird es dann relativ zügig reparieren. Vielleicht machen wir das auch im Winter als Winter-Content quasi. Ich glaube, wir da ein bisschen was zu tüdeln haben. Auch an Gerd gibt es ja noch genug zu tun im Winter dann. Ja. Und wir müssen auch Getriebeöl mal tauschen bei Monika auf jeden Fall. Ja, das habe ich ja mit Charlie schon an Hannelore gemacht, also da weiß ich, wie es geht und wo alle Schrauben sitzen quasi. Das machen wir dann auch noch, weil ich weiß auch nicht, wie alt das Getriebeöl da in Monika ist. Wahrscheinlich braucht Monika auch bald eine neue Kupplung, aber da wir wahrscheinlich nächstes Jahr in einen neuen Motor, und fährt ja hier 40 in der 50er Strecke, aber da wir ja für Monika, ich plane nächstes Jahr einen neuen Motor wahrscheinlich zu organisieren, werde ich mich versuchen, mit der Kupplung noch so lange es geht rumzuquälen. Also ich kann zwar die Gänge reinschalten, aber die Kraftübertragung ist irgendwie ganz komisch. Das heißt, du legst den Gang ein, gibst Gas und es ist wie bei der Sim, sondern wenn die Kupplung durchrutscht, dass das ewig braucht, bis die Kraftübertragung mal irgendwann da ist und du dann Kette geben kannst. Das ist irgendwie, kann ich gar nicht so richtig beschreiben. Also es wird auch noch lustig. Da bin ich mal gespannt, ob ich es alleine schaffe oder ob ich mir da auch wieder nochmal Hilfe holen muss und das mit jemandem zusammen mache. So, dann habe ich Dienstag. Nächste Woche für mich quasi Zahnarzttermin, das ist dann mal contentfreier Tag für mich. Da habe ich so eine komische Zahnreinigung. Und am Mittwoch geht es im nächsten Wartburg an den Kragen. Ja, wie gesagt, Hannelore steht jetzt halb fertig da. Da wusste ich ja über, also da ist zwar eigentlich nicht mehr so viel dran zu tun, aber da traue ich mich halt auch nicht wirklich ran alleine. Da muss das Lenkgetriebe ausgebaut werden komplett. Das muss einmal neu gefettet werden. Die Zahnstange, die da drin läuft, muss gefettet werden.
Ich glaube, ein Schwenklager ist noch kaputt. Ich glaube, da am Getriebe müssen zigtausend Gummis noch gewechselt werden. Ja, und da habe ich einen anderen Menschen, der mir da hilft, und zwar von einer Arbeitskollegin. Viele Grüße oder liebe Grüße an die Steffi, falls sie das Video sieht, an ihren Freund, der mir da hilft. Der wohnt hier in der Nähe vom Container sogar, prima. Ist gar nicht mal weit bis dahin dann. Wir wohnen hier mitten im Walde. Bis für Hannelore dann 5 Minuten oder so. Ist ein Hobbyschrauber, der auch für andere Leute mal, aber hier eigentlich Westautos repariert, aber der meinte Wartburg, da traut er sich ran. Ist kein Thema, ich soll ihm vorsichtshalber das Wartungshandbuch im Kofferraum schmeißen. Und er sieht da kein Problem, warum er das nicht hinkriegen sollte. Und die Karre da wieder für den TÜV quasi vorzubereiten. Und wenn das geschafft ist, kann ich mich dann auch darum kümmern, für Hannelore einen Schweißer zu finden. Dann endlich mal, weil die Schweißer sind immer noch durch, ist auch noch nichts passiert. Glücklicherweise kennt dieser Kumpel von meiner, Quatsch, von meiner Arbeitskollegin, der Freund, so rum, kennt einen Schweißer. Und da werden wir dann wahrscheinlich mal Hannelore vorstellen, wenn ich mir dann mal einen Kostenvoranschlag hole, dann ist alles ein Abwasch. Wir müssen dann bloß die Schweller noch besorgen, aber das machen wir alles im Winter oder im Frühling dann. Vielleicht fahre ich mit der Karre jetzt noch im Winter dann einfach rum. Ich meine, das Salz kann jetzt eh nicht mehr kaputt machen, als wie schon kaputt ist. Von daher ist es sowieso Mumpe erstmal. Und dann, ja, es ist halt so, wie es ist quasi. Und dann ist vielleicht auch Hannelore erstmal wenigstens für den TÜV wieder fertig, dass ich dann mit der, achso, am Lenkgetriebe müssen auch diese Lenkmanschetten gewechselt werden, die sind zerfleddert, beide, das habe ich ganz vergessen, oder gemacht werden, siehste. Kühlwasser muss nochmal getauscht werden, das können wir aber selber machen, weil da die reinste Bracksuppe da drin rumschwimmt. Ich habe es mit Charlie schon dreimal gewechselt, aber das Kühlwasser ist immer noch rostig, das heißt, das müssen wir normal machen. Ja, also ihr seht, wir haben allerhand zu tun, Gerd. Da möchte ich immer noch am Tank den Tank modifizieren. Ich möchte gerne eine Tankanzeige haben. Das Mäusekino soll hier rüber wandern. Und dann soll hier die Tankanzeige, vielleicht mal hier die Tankanzeige, das geht ja eigentlich auch. Dann bauen wir hier ein Loch rein. Müssen wir mal gucken, dass wir jemanden finden. Vielleicht kann uns Marcel helfen. Der jetzt hier die Tankanzeige verdrahtet oder irgendjemand anderen, der uns da hilft. Und dann hat Gerd auch endlich eine Tankanzeige, weil langsam aber sicher geht mir dieses Gepeile da auf den Sack mit diesem Peilstab vorne. Du weißt nie, was da an Sprit drin ist. Das ist so ultra belastend. Und ich hätte einfach, es ist einfach einfacher, auch wenn du längere Strecken fährst, wenn du immer auf dem Schirm hast, okay, wie viel Zeug ist da noch drin. Ich finde zwar den Peilstab ganz witzig da vorne, aber irgendwie finde ich, so langsam könnte auch mal eine Tankanzeige hier rein. Das erleichtert das Ganze hier ein bisschen. Ja. Und ansonsten ist hier noch allerhand, ja, Tüdelei passiert. Das erzähle ich euch aber gleich nochmal, wenn wir am Container sind, denn da sind wir nämlich gleich. Was es noch so für Neuigkeiten gibt. Ja, die Bier noch theoretisch noch ein bisschen strecken. Oh, Zufahrt bis Galun frei. Ist der überhaupt jetzt lang? Einbahnstraße? Wir kommen da gar nicht lang, glaube ich. Ich habe trotzdem gemacht, dass der Typ hier hinter uns mal erstmal lang kann. Das ist natürlich jetzt blöd, hier ist eine Einbahnstraße. Oh, Bahnhof Fahrer. Gucken jetzt mal, bis wohin wir hier kommen. Ich fahre mal wieder zurück. Keine Ahnung, bis wohin das hier gesperrt oder wann hier gesperrt ist. Hab mich jetzt gerade wieder aus meinem Redefluss geworfen, ihr merkt's. War man jetzt stehen geblieben, scheiße. Irgendwas mit Videostrecken und noch weitere Neuigkeiten. Die Neuigkeiten, nee, die sage ich euch jetzt nicht, weil wir beenden das Video jetzt. Wir machen das im nächsten Video. Das Problem ist nämlich, dass nicht viele Leute bis hier zum Ende gucken, und mir wäre das ganz lieb, wenn es möglichst viele Leute mitkriegen, da die Informations, die ich da habe. Aber wir machen das im übernächsten Video, mal schauen. Und ich würde sagen, vielen Dank, warte mal, wir können hier parken. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, Leute. Ich stelle mich mal hier kurz an der Seite mit Gerd, dass wir nicht im Weg stehen, falls hier jemand kommt. Ja, also seid gespannt, was ich euch da noch für Neuigkeiten zu erzählen habe quasi. Da brauche ich euch so ein bisschen auch eure Hilfe wahrscheinlich. Es hat damit zumindest mit Support ein bisschen was zu tun. Und ja, ich würde sagen, dies und vieles mehr. Wir müssen hier die ganzen Motorradkläuse überholen. Dies und vieles mehr im nächsten Video. Bis dahin, euer Zweitakt-Berliner. Tschö mit V.